Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. Man kann Objekte mit unterschiedlichen Verfahren einscannen und die 3D-Modelle in verschiedenen Dateiformaten zugänglich machen. In diesem Video sollen diese Verfahren ausführlicher vorgestellt werden. Im Fokus steht, welche Unterschiede in den 3D-Modellen aus den verschiedenen Verfahren resultieren und welche Paradaten dokumentiert werden sollten. Dafür nutzen wir als Richtlinie wieder diese Liste des Instituts für Digital Humanities. Wir verwenden dafür eine nachhaltige Nachahmung eines attisch-rotfigurigen Bechers. Die Bild- und Objektwissenschaft, insbesondere die Keramikforschung, hat viele Verfahren entwickelt, um Gefäße zweidimensional für Publikationen zu dokumentieren. Zu den wichtigsten zählt nach wie vor die archäologische Zeichnung und die Orthofotografie. An unserem Institut haben wir das Objekt mit den dreidimensionalen Verfahren der Fotogrammetrie, des Weißlichtscans und CAD dokumentiert, um die Ergebnisse miteinander und mit den zweidimensionalen Verfahren zu vergleichen. Wir schauen uns zunächst die Fotogrammetrie an. Für fotogrammetrische 3D-Modelle werden Fotografien eines Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht. Entsprechende Programme können auf Basis der Übereinstimmung zwischen den Bildern die Entfernung zur Kamera und damit ein 3D-Modell berechnen. Im Falle unseres Bechers war die Position der Kamera fixiert und das Objekt bewegte sich auf einem Drehteller um seine Achse. Für eine optimale Beleuchtung befand es sich in einem Lichtzelt und wurde mit zwei Lampen beleuchtet. Da das Campuslabor sich in einem Kellerraum befindet, gab es kaum äußere Lichteinflüsse. Hat man das Modell berechnen lassen, bekommt man als Ergebnis mindestens drei Dateien zurück. Die Datei mit der Endung OBJ enthält die 3D-Daten und die MTL-Datei enthält wichtige Informationen zum Material des Objekts und zur Verknüpfung mit der Texturdatei, die in einem Bildformat wie JPEG oder PNG vorliegt. Bei manchen Programmen bekommt man sogar mehrere Texturdateien, die mit dem Modell verknüpft sind. Diese Dateien sollten sich immer in einem Ordner befinden. Fehlt eine Datei, kann MeshLab das Modell nicht richtig öffnen. Bei uns befindet sich hier im gleichen Ordner auch die Fotoserie, aus der das Modell berechnet wurde. Klickt man mit Rechtsklick auf eines der Bilder und lässt sich seine Eigenschaften anzeigen, kann man die Einstellung der Kamera und das Aufnahmedatum sehen. Zur Berechnung des Modells wurden 40 Testbilder angefertigt und anschließend zwei Serien, eine frontal und eine leicht von unten, mit 73 Fotos gemacht, aus denen das Programm Metashape das Modell berechnet hat. Importiert man das Modell nun in MeshLab, kann man ihm noch weitere Daten entnehmen. Unten in der Fußzeile steht die Auflösung. Außerdem kann man sich unter Render auch die UV-Texturparameter anzeigen lassen. Solche UV-Maps beschreiben die Koordinaten, mit denen die Textur auf der Geometrie liegt. Diese Map wird von dem Fotogrammetrieprogramm erstellt. Je nach Programm werden auch den Vertices Farben zugeordnet, die dann zusätzlich zur Textur existieren. Das Modell ist noch nicht nachbearbeitet, weswegen wir bei den anderen Punkten überall Nein auswählen können. Nun fällt es an dem Modell zunächst auf, dass es falsch orientiert ist, noch Partikel im Raum schweben und der Sockel mitmodelliert wurde. Insgesamt hat das Modell mit diesem über 2 Millionen Faces. Bevor wir das Modell verkleinern, wollen wir zuerst die Bereiche wegschneiden, die wir im Vergleich nicht mit berücksichtigen wollen. Sonst verkleinern wir den Bereich, der wichtig ist, gegebenenfalls zu stark. Dafür kann man das Selektionstool nutzen. Man klickt darauf und kann mit der linken Maustaste ein Rechteck um den zu entfernenden Bereich ziehen. Mit dem ganz rechten der drei Symbole hier oben löscht man die ausgewählten Vertices und Faces. Möchte man seine Auswahl rückgängig machen, muss man das Rechteck einfach einmal ins Nichts ziehen und kann dann wieder eine neue Auswahl treffen. Hat man aus Versehen zu viel markiert, kann man mit Shift plus linker Maustaste einzelne Bereiche auch wieder deselektieren. Mit Escape auf der Tastatur wechselt man zwischen dem Tool-Modus und dem gewohnten Navigationsmodus hin und her. Hat man grob die Bereiche entfernt, sieht man, dass das Modell jetzt mehr als halb so groß ist. Nun kann man das Modell wieder auf ca. 200.000 bis 400.000 Vertices verkleinern. Wenn der Rechner beim Beschneiden Probleme macht, kann man einzelne Verkleinerungsschritte auch während des Beschneidens machen, muss dabei aber darauf achten, schrittweise vorzugehen und es nicht zu sehr zu verkleinern. Dafür verwenden wir wieder den Filter Simplification Quadratic Edge Collapse Decimation, allerdings mit dem Zusatz With Texture. Jetzt können wir das Modell mit der linken Maustaste in die gewünschte Position drehen. Diese Drehung ist aber nicht permanent und wenn man das Modell erneut in das Programm lädt, ist der Becher wieder falsch orientiert. Möchte man ihn permanent drehen, kann man den Filter unter Curvatures, Normals und Orientation namens Transform Rotate verwenden. Man wählt die Achse aus, anhand derer gedreht werden soll und trägt die Gradzahl der Drehung ein. Wenn wir nach der Anwendung des Filters jetzt die 1 auf dem Nummernfeld klicken, erscheint es uns in der Perspektive, in die wir es auch gedreht haben. Um die Modelle miteinander zu vergleichen, wollen wir die anderen beiden auch in MeshLab laden. Widmen wir uns zunächst also dem Weißlichtscan.
Die Universität Göttingen besitzt einen Icon-Weißlicht-Scanner, mit dem im 3D-Campus-Labor Scans angefertigt werden. Er besteht aus zwei Kameras, die in einem festen Winkel zueinander angebracht sind, einem Projektor und einem Laser. Der Projektor projiziert ein Streifenlicht auf das Objekt und über trigonometrische Funktionen kann der Computer den Abstand der Oberfläche zum Scanner messen. Dafür muss man den Scanner alle 3 Tage neu kalibrieren und die Beleuchtung, die beim Kalibrieren verwendet wurde, muss auch für alle Scans beibehalten werden. In diesem Fall war es die Deckenbeleuchtung des Raumes. Außerdem muss man bereits mal kalibrieren, je nach Größe des Objekts, ein Messfeld und dazu passende Sensoren wählen, die unterschiedliche Brennweiten und Maße haben. Im Falle eines so kleinen Objekts wählten wir das zweitkleinste Messfeld und stellten das Objekt auf einen Drehteller. Möchte man das Objekt am Ende auch mit Farbinformationen versehen, müssen auch Texturbilder aufgenommen werden, für die man die Licht- und Texturquelle einstellen muss. Mit dem Programm OctoCut werden diese Scans, die wieder aus unterschiedlichen Perspektiven auf das sich drehende Objekt angefertigt werden, zu einem 3D-Modell zusammengeführt. Das macht man in mehreren Durchläufen, für die man die Scanzahl pro Rotationsdurchlauf einstellen kann. Nach 2 bis 3 Durchläufen aus unterschiedlichen Winkeln zum Drehteller ist das Modell meistens schon nahezu vollständig. Manchmal muss man aber nach den Durchläufen für einzelne Stellen das Objekt oder den Scanner bewegen und Einzelscans machen. Für jeden Durchlauf und für jeden Einzelscan muss die Verschlusszeit und die Belichtungszeit eingestellt werden. Dabei arbeiten wir normalerweise mit 2 Bildaufnahmen mit unterschiedlichen Verschlusszeiten, damit möglichst viel vom Objekt aufgenommen wird. Nehmen wir auch Farbinformationen auf, sind es 3 Bildaufnahmen. Und hat das Objekt zusätzlich auch noch eine reflektierende Oberfläche, sind es, wie in diesem Fall, 4 Bildaufnahmen, für die man jeweils die Verschlusszeiten dokumentieren muss. Diese Informationen muss man teilweise während des Scan-Prozesses notieren, teilweise kann man sie auch einzelnen Dateien im Projektordner entnehmen. Die meisten Informationen findet man in der Datei Parameter INI. Dort steht auch die Anzahl der Scans pro Rotationsdurchlauf und auch weitere Informationen, die automatische Anpassung der Scans aneinander und die Bilddateien, aus denen am Ende die Farbinformationen gezogen werden, betreffen. Im Ordner Images kann man außerdem in die einzelnen Aufnahmen und auch die Einzelscans ansehen, denen man die Kameraposition entnehmen kann. Im Ordner Sensor befinden sich außerdem weitere Daten zur Sensor- und Kameraeinstellung. Wenn das Modell fertig gescannt wurde, kann man auswählen, ob man eine STL- oder eine PLY-Datei erstellen möchte. Das PLY-Format, PLY ist die Kurzform für Polygon, besteht zur Beschreibung eines einzelnen Objekts aus einer einfachen Liste von nominell flachen Polygonen. Mit den Scheitelpunkten, Vertices, und den Flächen, Faces, können verschiedene Eigenschaften verknüpft werden, wie Farbe und Transparenz, Oberflächennormalen und Texturkoordinaten. Das Format ermöglicht es auch, unterschiedliche Eigenschaften für die Vorder- und Rückseite eines Polygons zu benennen. Da in diesem Fall die Farbinformationen mit aufgenommen wurden, wählt man hier das Polygon-File-Format aus. Ist die Datei erstellt, kann man in AutoCAD auch die Löcher füllen, was standardmäßig für Löcher bis 9 mm gemacht wird, und das Modell beschneiden. Auch das wird für die mitgescannten Bereiche des Drehtellers gemacht. In dem Ordner STL im Projektordner befindet sich die PLY-Datei. Wir importieren sie in MeshLab, sein Name erscheint rechts oben und das Modell ist dort auch direkt ausgewählt. Man muss bei Projekten mit mehreren 3D-Modellen immer darauf achten, dass man das gewünschte Objekt ausgewählt hat. Sonst wendet man die Filter auf das jeweils andere Objekt an. Wir verkleinern jetzt auch dieses Modell auf ca. 200.000 bis 400.000 Vertices, wählen dabei aber nicht den Filter mit Textur aus. Denn im Gegensatz zur OBJ-Datei befinden sich die Farbinformationen nicht in einer Bilddatei, sondern direkt auf den Faces und Vertices des Modells. Der Vorgang des Verkleinerns dauert etwas länger als beim fotogrammetrischen Modell, da der Weißlichtscan deutlich höher auflösend ist. Die beiden Modelle haben außerdem unterschiedliche Maßstäbe, weswegen der Weißlichtscan auch in seinen äußeren Dimensionen größer wirkt als das fotogrammetrische Modell. Ist das Modell fertig verkleinert, muss man auch dieses um minus 90 Grad auf der X-Achse drehen. Als letztes wollen wir das CAD-Modell in das Programm laden. Mit Hilfe von CAD-Programmen kann man Objekte selbst modellieren. In diesem Fall wurde das 3D-Bearbeitungsprogramm Blender verwendet und als Grundlage diente die archäologische Zeichnung des Archäologen Martin Langner. Die Datei liegt im STL-Format vor und wenn man sie in das Programm lädt, sieht man, dass es in diesem Format keine Farbinformationen gibt, man es aber ebenfalls verkleinern und rotieren muss. Jetzt, da alle 3 Modelle ins Programm geladen und nachbearbeitet sind, kann man sie vergleichen. Möchte man dafür eines der Modelle ausblenden, kann man in der Projektübersicht auf das Augensymbol klicken. Zunächst ist bereits beim Nachbearbeiten der Modelle aufgefallen, dass sie unterschiedliche Auflösungen haben.
Das fotogrammetrische Modell hat die kleinste, das CAD-Modell hat eine solche, wie der Ersteller es wollte, in diesem Fall also eine mittelgroße, und der Weißlichtscan ist der größte und damit auch der genaueste. Auch das Ausmaß der Modellierung ist unterschiedlich. Da das CAD-Modell von Grund auf modelliert wurde, ist es das einzige, das auch die Innenfläche des Bechers zeigt. Weder die Kamera der Fotogrammetrie noch das Licht des Weißlichtscanners konnten in den Becher hineinblicken. Der Ursprung und überhaupt die Existenz der Farbinformation ist ein weiterer Unterschied. Die STL hat gar keine, die PLY hat eingefärbte Vertices und das OBJ-Format hat eine Textur. Als einziges kann man bei Letzterer noch einfach mit einem externen Bildbearbeitungsprogramm die Farbinformation verändern und nachkorrigieren. Möchte man die Oberflächen der Objekte ohne Farben vergleichen, muss man bei dem OBJ-Modell in dem mittleren Feld bei Texture Coordinates auf Off und bei Color von Vertices auf Mesh gehen. Den letzten Schritt muss man auch für die PLY-Datei machen. Damit kann man an den Oberflächen sehen, dass auf dem fotogrammetrischen Modell und, in noch besserer Qualität, auf dem Weißlichtscan die Zeichnung auf dem Becher auch als Oberflächenstruktur erkennbar ist. Das ist bei dem CAD-Modell nicht der Fall. Dafür ist dieses viel glatter in seiner Oberfläche und hat nicht so viele Störungen, die durch die reflektierende Oberfläche des Originals entstanden sind. Damit haben alle drei Modelle ihre Vor- und Nachteile. Je nachdem, ob man ein Objekt als Dekoration in die Rekonstruktion eines Raumes stellen möchte, es möglichst genau mit seinen Beschädigungen und seiner Struktur dokumentieren will oder ein gutes Bild seiner Farben und der Zeichnung anstrebt, wird man ein anderes Verfahren wählen. Vielen Dank fürs Zuschauen.